aller Tage Feierabend. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah! Ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein. Hörst du? Jetzt geht das schon wieder los. Einmal entwerten, bitte. Danke. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Boah. Erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Das werde ich mir merken. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Oh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. McFett XXL, meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet.
Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei... Ach, egal. Friss! Goldig! Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Das wird lecker. Chlorophyll ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Diese Anzeige ist anders. Was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Mist! Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich habe ihm in den Arsch getreten. Passt, wie gemalt. Hm.
Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, das liegt daran, dass noch Zutaten fehlen. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal! Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na, rate mal. Ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Na ja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Nein! Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hep! Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meine! Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein. Ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Die werden Augen... Einer von diesen beiden Mulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen... Aber welch? Einer von diesen... Aber welch? Einer von diesen... Aber welch? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand.
Einer von diesen beiden aber weg? Ah, wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Einer von diesen aber weg. Einer von diesen aber weg. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey! Ah!